Ja, hi Leute, hier ist wieder euer Mofa. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir sind ja bei Tag Nummer 18 und ich habe schon eine Vermutung, wo ich hin muss. In unserem letzten Brief stand ja, dass Linda, unsere geliebte Frau im weißen Kleid, die ich natürlich sehr sexy finde, außen die Vogelscheune durchs Fenster gesehen hat. Ich mag keine Puppen, ich mag keine Vogelscheuchen und ich mag definitiv keine Clowns. Alles andere, Monster, Zombies, was auch immer, geht mir total am Hintern vorbei. Allerdings diese drei Viecher, da könnte ich total ausflippen. Aber ich denke, dass das wieder mal ein Hinweis war. Wo haben wir denn diese Vogelscheuche? Wo stand die denn? Ich denke mal, dass die Vogelscheuche selbst gar nichts macht. Hier haben wir die Vogelscheuche. Und ich habe es gewusst, denn das Boot ist nämlich komischerweise auf einmal weg. Und der Vogelscheuche, da muss ja hier dann irgendwo ein Schlüssel sein. Hello, friend. Oh, sieht schon ein bisschen gruselig aus. Ja, ich bin mir zu 90% sicher, dass bei dieser Vogelscheuche etwas sein muss, wenn er schon sagt, dass Linda gedacht hat, dass die Vogelscheuche hier ist. Was klopft denn hier? Linda? Ich bin mir allerdings nicht 100%ig sicher, ob wir zu dieser Vogelscheuche müssen. Kann ich natürlich jetzt auch täuschen. Da ist schon wieder diese Gestalt. Seht ihr sie? Seht ihr sie? Seht ihr sie? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Linda? Warum gehst du andauernd hier weg? Linda? What? Okay, ich hab's doch gewusst. Ich hab sie hier gesehen. Linda! Bleib kein Spiel mit dem lieben Mofa. Sonst wird Mofa echt sauer. Okay, ja, es nützt mir alles nichts, denn die Türen hier sind alle verschlossen. Da kann ich natürlich hingehen, wohin ich möchte. Und ich werde aber trotzdem nichts finden. Er hat sich gerade angehört, als wäre ein Zug an mir vorbeigefahren. Ja gut. Ich kann hier nicht rein. Blinkt irgendwas? Ich kann hier nicht rein. Hallo? Hallo? Okay, doch. Hallo? Okay. Moment, jetzt muss ich mein Kabel hier wieder wegpacken. Jetzt habe ich schon fast mein Mikrofon hier weggeprügelt. Hier klingelt es ja immer. Okay. Also, was dieses Klingeln immer mit sich bringt, das weiß ich immer nicht. Ob mich das abschrecken soll oder ob mir das irgendwas sagen soll, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es geht auf jeden Fall ja schon ein bisschen mehr zur Sache, wie das letzte Mal oder wie allgemein so die ersten 10 Folgen. Okay, es ist alles verschlossen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch eine Treppe nach oben ging. Ich glaube nicht. Es ging dann, glaube ich, nur noch nach unten. Genau. Soll ich jetzt vielleicht doch nochmal nach außen schauen? Wo ging es denn jetzt nochmal nach außen? Hier ging doch irgendwo... Hatten wir doch einen Hinterausgang. Der war hier ganz am Anfang, glaube ich. Dann hier vorne links irgendwo. Oder auch nicht. Oh, doch, natürlich. Wo ist denn die Vogelscheuche? Hier haben wir sie. Boah, jetzt kriege ich ja schon ein bisschen Gänsehaut hier. Warum sehen Vogelscheuchen eigentlich immer so fies aus? Und warum... Warum in aller Welt müssen die auch aussehen wie hier verdammte Menschen? Warum kann das nicht einfach nur ein Heuballen sein oder... Irgendwas in der Richtung. Okay, Linda hat gesagt, sie hat die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen.
Meines Fenster ist hier schon ziemlich weit weg. Vielleicht muss ich auch ins Schlafzimmer. Wäre das eine Möglichkeit? Aber jetzt soll mir doch einmal jemand verraten, wo das Schlafzimmer ist. Ja. Ja, also hier brauche ich gar nicht weitersuchen. Hier habe ich gerade schon alles durchsucht. Ich habe schon wieder diese merkwürdige Frau hier gesehen. Die hier durch den Gang gelaufen ist oder gestraft ist oder geschwebt ist. Jetzt sitzt der Clown wieder hier. Er bewegt sich, ja, aber er lässt mich vollkommen in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Okay, wo geht... Die Fußspuren gehen hier durch. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, wir haben einen Schlüssel. Man folge nur den Fußspuren auf dem Boden. Natürlich haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir immer noch keine Batterien haben. Und gehen jetzt dann natürlich dann wieder nach hinten. Oder dahinter. Und werden wieder diese Türen durchsuchen. Hier, nein, waren wir schon drin. Hier geht's nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Ins Jagdzimmer. Welches Jagdzimmer? Ah, das ist, glaube ich. War das das Charlie Brown Zimmer? Das Jagdzimmer. Nein, das ist das Jagdzimmer. Irgendwas? War auf den... Psst. Was? Auf den Blitzen im Boden. Was? Hier war irgendwas... auf dem Boden zu sehen? Also ich denke mal, dass das das Jagdzimmer ist. Also hier hängen auf jeden Fall... lauter totes Krabbeltier. Er sagt, er hat was auf dem Boden gesehen, als es geblitzt hat. Stelle ich mich doch einfach mal in die Ecke und schau mal wohin. Wo blitzt es denn hin? Der meint aber nicht zufällig die Fußspuren, oder? Die wir schon gefunden hatten. Ja, dieses Lammfell. Oder Fell. Auf dem Boden, sagt er. Ja, Kollege, ich sehe hier nichts auf dem Boden, aber ich habe schon festgestellt, dass ich in dem Spiel schon verhältnismäßig blind bin. Ich glaube, der will mich nur verarschen, dieser Penner. Ich werde jetzt einfach mal weitergehen und werde... Ich meine, ich habe ja einen Schlüssel. Da werde ich jetzt einfach die ganzen... Türchen nochmal durchsuchen. Ikea-Zimmer. Dann waren wir hier stehen geblieben. Hier können wir nicht rein. Hier konnten wir rein. Können wir jetzt hier rein? Nein. Okay, dann verdünnis. Aha! Von wegen, er hat was auf dem Boden gesehen. Oder soll das hier das Jagdzimmer sein? Ich bräuchte jetzt erstmal Batterien. Vielen Dank. Nimmst du. Danke. Okay, ich kann hier auf jeden Fall was sehen. Und wir haben hier einen Schlüssel. Und ein Buch. Und eine abgekackte Kerze. Eine Kiste, die ich leider nicht öffnen kann. Noch eine Kiste.
Ja gut, wir... Ah, da haben wir auf jeden Fall auch einen Brief. Jetzt schaue ich aber erstmal hier, ob ich hier rein kann. Und ah, okay, das ist mein Kifferzimmer. Ja gut, dann hätte ich mal gesagt, dann drücken wir einfach mal... Wo ist denn jetzt die Karte hin? Hier, und dann schauen wir mal, was dort steht. Und man hört auf. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Ist genau wie bei Mofa. Du kannst machen, was du willst, aber der zockt einfach weiter. Ja, liebe Leute, dann war es das auf jeden Fall von Tag Nummer 18. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns morgen natürlich wieder, wenn es dann wieder heißt Pineview Drive. Bis dahin, macht's gut. Euer Mofa. Ciao, ciao.